Es geht weiter mit Let's Play Super Mario RPG The Starlight Worlds. Und ja, wir sind nun als Mario und Luigi endlich unterwegs, nachdem Bowser ziemlich gearscht ist und Cammy nun nach Unterstützung sucht. Und währenddessen müssen wir erstmal einen kleinen Testkampf machen, um unseren Skill erstmal wieder aufzubessern. Und hier haben wir Goom Battle, der irgendwie komische Komplexe hat und irgendwie meint, er will unbedingt einen Sub haben und meint, er würde voll die krassen Videos machen und so. Und das soll er uns jetzt auch beweisen in einem Kampf. Gucken wir uns das mal an. Und er hat sich verdoppelt. Okay. Hold up. Achso, nee. Das ist nochmal ein anderer. Okay, Zen. It's time for you. Das werde ich jetzt mal vorlesen, weil ich jetzt selbst nicht genau weiß, wie das jetzt funktioniert. Also, for you to learn how to time your basic attack. What's with that look? You didn't think you would actually be fighting me, did you? Do I look that stupid to you? Anywho, name's Goom Battle. It's a nickname, so don't get clever. For Mario's jump attack, all you gotta do is press C when it pops up. Okay, hört sich ja einfach an. You jump once and timing the attack will make him jump again. Ah, okay, ist dann also auch wie bei Bowser's Inside Story, genauso. It's the same deal with Learn Mean Green over there. Abstract you gotta press X instead of C. Cool, selbst das haben die auch übernommen, dass sie verschiedene Buttons haben. Geil, Bowser hat ja Z dafür. Cool. Also, don't ever forget about pressing C when hits to ground an attack. And hold X as your attack begins to refresh your memory and how to time it. Okay, cool. Now talking care. Was habe ich da? Now talking care of these wannabes will most definitely, keine Ahnung, be easy. I'm out. Okay, hört sich ja einfach an. Einfach mal auf beide drauf. Fies, die sind schneller und irgendwie konnte ich das jetzt gerade nicht richtig timen. Hä, was? Wo ist jetzt hier da? Ach so. Ach, danach muss ich immer noch mal drücken. Oh. Ach so, okay, verstehe. Ach so, wie ich sehe gerade, wir sind natürlich auch wieder auf Level 1. Jetzt, weil wir sind ja nicht mehr Bowser und Cammy. Okay, es hat doch wieder geklappt. Perfekt. Jetzt kann ich noch den zweiten angreifen. Geil. Und dasselbe jetzt nochmal. Cool. Und weg sind die. Die sind also schwächer. Die haben, glaube ich, nur 15 KP, so wie das aussieht. Und kein Level Up. Schade. I think my work here is done. Also, ja, ihr habt es doch schon ganz schön drauf. Ich glaube, ich muss doch mal überhaupt mal anfangen, überhaupt einen Kanal mal überhaupt erstmal zu eröffnen, bevor ich überhaupt mit einem Kanal angeben kann und irgendwie Subscriber verlangen kann. Geht ja schlecht ohne Kanal. Also, ja, ihr seid mir doch überlegen. I'll expect my Dove to be in my mailbox in 2 days time. I think you two can handle yourself from here. Come back when you finish, please. Okay. Ah, cool, und jetzt ist wieder diese Kapitelübersicht. Chapter 1. Rumble in Mushroom Plains. Genau, uns wurde ja gesagt, hier soll ja ein bisschen was abgehen, die sollen ja Goombas sein, die Amok laufen oder so. Achso, jetzt können wir uns hier frei rumbewegen. Wie sieht es denn mit unserem Menü aus? Ein Mushroom haben wir, sonst haben wir nichts. Special haben wir, ja, nur den Jump. Und Ausrüstung. Hast du Standardzeug? So, die Stats. Okay, Mario ist ein bisschen auf Speed und Power ausgelegt, wie scheint. Und Luigi, ja, beides ein bisschen weniger auf Speed, aber dafür auch speziell und so, okay. Okay, gut zu wissen. I should really consider a change in profession. At times I feel as if some people didn't know we exist. Hey, you listening? Oh, they exist, yes. Oh.
Ever since you began doing their job for them, the Mushroom Defense Force has regressed terribly. Ja, die brauchen ja auch keine Verteidigungsstreitmacht, wenn die haben einen verdammten Klempner, der alle tötet und ständig die Prinzessin zurückholt. Please head to the Mushroom Plains, just south of Toad Town, to see what the complaints are about. Okay, aber ich guck mir erstmal so wieder hier ein bisschen um. Hier haben wir erstmal das hier. Und auch hier mache ich wieder die Grafiken. Ich glaube, die sind auch teilweise aus Bauseiten, Teil Story und noch ein bisschen aus Partners in Time, glaube ich. Und ja, ich benutze irgendwie die englischen Namen dafür, weil die einfach ein bisschen kürzer sind und ich mag die englischen Namen mehr. Auf jeden Fall, was willst du? Off to the Mushroom Plains, I hear. And you, of course, already know how to much easier it is to get around by jumping, right? Okay. Point taken. So, of course, you know that a time latches and evolution changes, you can perform a single jump. At those places, an icon will appear and you can hold R to and press a direction to jump to the near spot. Achso, ich verstehe schon, was gemeint ist. I'm nowhere close to your level, Mario, but I've been practicing a bit as well. Achso, dann erscheint da zum Beispiel der Knopf, dass wir dann praktisch springen können. Ach, und die Splitter sind auch wieder dabei. Stimmt, A ist ja... Ich denke mal dann an die Nintendo-Steuerung, dass ja A immer der rechte Knopf ist, aber hier ist dann A der Knopf ganz oben, der auf den Nintendo-Konsolen der X-Knopf ist. Achso, jetzt verstehe ich's. Das habe ich jetzt hier, hier geht das dann doch nicht. Aber okay, es geht also nicht überall. War, finde ich cool. Ja, eine Münze nehme ich natürlich alle mit. Münzgeil halt, muss schon sein, vor allem bei Mario. Gibt es hier auch Invisible Coin Blocks? Ne, sonst würde hier bestimmt was angezeigt werden. Na gut. Dann Richtung Süden und... Hey, Rookie! I was thinking, you guys look like you knew that you were doing during that little test battle. As if you'd actually fought before. Sollen wir gegen ihn kämpfen oder wie? So, of course, there's two of you. I was thinking you should also know about combo attacks. Okay. Sind immer interessanter. Easily excitable. Stop for a second, okay, combo attacks require participation from everyone involved. One member has the actual attack, which takes FP. The other member must use combo assist in the same turn or else nothing will happen. Okay, also man muss dann praktisch dann eine Runde verschwenden, also dass dann beide eine Attacke zusammen dann machen. Combo assist doesn't take any FP, so it can be pretty useful in situations where one member has extra FP. Okay. Here's one to start you off. There's badges, so you gotta equip them. Cool. Spring Jump M. You can now access the badge menu. Badge wird das ausgesprochen, nicht Badge. You can equip badges for the party and individuals. Badges cost badge points to equip. You need to... Ja, das kennen wir. Also das kenne ich zumindest. Genau, es gibt diese Ordenpunkte, die kann man, wenn man bestimmte Dinge erfüllt oder findet, kann man die dann immer wieder auffüllen. Once recycling a badge, the letter in, also ich Anführungszeichen, dictates who the badge is for. P means it's for the party. The stack number is the number of the badge that can be equipped. Equipping more increases the effect. Okay, dann kann ich so stapeln oder wie? The initial BP is 6. Badges are sorted by their cost and equipped state. Use Q and W to, ja, kann ich auch Q und W to change from party to hero badges. Okay.
Was ist denn bei mir Q und W auf dem Gamepad? Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Assist-Orden. Don't forget that to refresh yourself on how to time attacks, hold X as your turn begins. Okay. Das gucke ich mir mal ganz kurz an. Ruhe sich natürlich mal direkt aus. Unequipped. Equipped haben wir den. Achso, und ist dann nochmal geordnet. Cool. Wohl kann ich jetzt. Ist das jetzt bei Specials dann? Okay, Combo Assist. Okay, ja, ist einfach so ein Two-Man-Skill. Und dann neben dem Kampf können wir ja sehen, was genau der dann kann. Combo Assist. Ja, okay, ist wieder dasselbe. The lighting in here is really bad. How many toads does it take to change the last bulb anyway? Ja, wie viele Toads braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Keine Ahnung. So klein wie die sind. Weiß nicht, 20? I wish I had one of these in my house. I mean, I would be in, was? It would be a nice piece of art, right? Wenn du den Platz hast für so eine Statue. So klein wie die Häuser sind und wo ganze Familien in diesen Toadhäusern leben müssen. Ne, Peach, beste Prinzessin, wo gibt. Funktioniert das jetzt hier auch? Ne, schade. Auf jeden Fall haben wir erstmal einen Pilz. Und der ist depressiv oder was ist los mit dir? Egal, ich will dich herausfordern. Anyone gives me white looks here. I wish I was back to Roughport. Okay, er ist also doch ein Bewohner, aber ein freundlicher halt. Ein freundlicher Goomba. Achso, und der andere Tote hat wahrscheinlich Angst vor dem. Verstehe schon. Ich will da hoch. Komme ich jetzt auch. Toll, ich habe noch nicht mal gesehen, was es war, aber ich denke mal, es war eine Münze. So. Okay, und hier kann ich mich also aufheilen. Sehr schön. Und natürlich auch mal wieder speichern. It would be nice to take a picnic in the Mushroom Plains. Too bad there are unfriendly types there. Darum kümmern wir uns natürlich. My dad works for the MDF. They are kind of jealous of you, Mario. Ja, der sah doch die ganze Berühmtheit ab und die Prinzessin. Mario. Mario, also not allowed there! Naja, chill. Und der, ja, okay, der Wasserfall, der hängt ein bisschen. Das ist jetzt nicht so toll. I'm trying to calm down by pecking in front of this fountain. That guy is in the lookout for suspicious characters. I doubt he'll find anything ever. Okay. Also was geht, was geht mit dem ab? Da oben mit dem Toad. Today is such a nice day. Seems like nothing can go wrong. Wer weiß. Bei Mario ist kein Tag ohne dass was falsch läuft. Today is going to... is going to go horribly wrong. Was? I feel safe knowing you guys are in town. Not that I don't put my faith into the Mushroom Defense Force. Okay, von der haben wir schon öfter was gehört. Von dieser Mushroom Defense Force. Warum läuft das Wasser nicht? Oh, ist das das, was ich denke? Ach, das sind Ordenpunkte, okay. Und schon wieder wurden hier die Blöcke geklaut. Was soll das? Hat mir ja schon den letzten Part erlebt. Aber das kann doch unmöglich alles Mario getan haben. Der ist ja auch total münzgeil und wie man weiß, ist ja, sind ja in den Blöcken ja die Toads ja eingesperrt von früher. Und Mario tötet ja die ganzen Blöcke für Münzen. Aber weiß nicht, normalerweise macht das doch der Spieler und nicht Mario von selbst. Getting a Super Guard once in a while can really take the sting out of an enemy's attack. Mhm. Das auf jeden Fall. Was gibt's denn hier sonst noch so zu erkunden? Okay, wieder das gleiche Haus.
Schon wieder. Die Blöcke sind hier alle geklaut. You wanna know what I think? Ja, ja. I think Bowser should get captured for once. Show him how it feels. Ach so, dass er mal entführt wird. Weil irgendwo wurde der schon mal entführt. Doch, wurde er in Super Paper Mario. Das war zusammen mit Super Mario 3D World, ich glaube, die einzigen zwei richtigen Mario-Spiele, in denen Peach am Ende nicht entführt war. Die war am Anfang zwar entführt, konnte sich aber dann tatsächlich selbst befreien. Und ja, und am Ende hat sie dann auch gegen den Antagonisten gekämpft sogar, also mitgeholfen. Achso, ja, denn mit dem habe ich ja schon geredet. Was haben wir denn hier? Episch! Ausrüsten! Sofort! Sofort! Okay, erhöht Power und macht Speed weniger. Mario hat ja eh mehr Speed. Obwohl, oder ich mach's anders. Ich guck kurz bei Luigi. Wenn Luigi eh von vornherein weniger Geschwindigkeit hat, dann macht das ja nicht, sie noch geringer zu halten. Ja, oder... Ach komm, Luigi kann die ruhig haben. Wir kriegen bestimmt nochmal was noch Besseres. Weil wenn Luigi von vornherein schon langsamer ist, dann macht das ja auch keinen großen Unterschied. Very poor home design. Hm. Vor allem, wie soll der jetzt da rauskommen, bitteschön? Man, I would hate to be Toadsworth. L always having a worry about the princess at all. Dude gets no respect. Kann ich jetzt da irgendwie rüber? Oder kann ich das tatsächlich nicht in die anderen Zimmer rein? Sind die hier wirklich isoliert? Die es da drin sind. I heard you failed at fixing Todsteins house. And then Luigi stole things too. Bad form, Mario. Bad form. Ich war's nicht. Ich schwöre. Ey, ich schwör. Ich war's nicht, ey. Eine Münze. Und dort ebenfalls. Na gut, andererseits so, wie man jeden Block mal so schnell antippt, da könnte doch was dran sein. Kann ich da irgendwie rüberspringen? Nö. Und du willst mir den Weg versperren? The Mushroom Defense Force is currently training in West Mushroom Plains. Aber überhaupt, dass sie endlich mal so eine Art Armee mal haben, so eine Art Militär in Form von dieser Verteidigungseinheit. Na gut, die haben einen verdammten Klempner, der... schon so viel gemacht hat, aber jetzt haben die endlich mal ja, eine richtige Abwehrarmee. Scheinbar. I've got to say, the shopping district is a huge step up from our one shop fits all days. Boah, das Klitzkönigreich ist natürlich mal wieder ziemlich groß. Even though you are obviously not new here, this is still my job. Ahem. There are different levels. Ach so, cool, das gibt's hier auch. Die Ränge gibt es hier auch dann. Die gab es ja auch in Bowser's Inside Story und Dream Team Bros. You have to get better membership in order to buy from the more high-end stores. Cool. A man with a membership card is a lucky man. At least when it comes to our shopping district. Das teste ich mal direkt. Das hier ist bestimmt dieser High-End-Laden. Hey, komm wieder, wenn du einen Rang hast. Auf dich sehe ich herab. Du hast ja noch nicht mal irgendeinen Rang. Hä? Mit dir rede ich gar nicht erst. Hey, Mann. Also hier sind wirklich die richtig Arroganten, die nur die, wo auch wirklich nur die Besten vom Besten einkaufen dürfen. Doom and Destruction. That's what I predict. Was? Warum? Oh, das ist doch einer von dieser Abwehreinheit. Kann ich denn hier wenigstens einkaufen? Oh, dude. In die Silver Membership, ey. Sonst war schnell raus hier. Es ist mir peinlich, hier so einen in meinen Laden zu haben. Alter, ich habe schon mehrmals die Welt gerettet. Und die Prinzessin selbst auch. Achso, mit dem habe ich ja schon geredet. Was ist denn mit dir?
I'm getting myself a workout. Ach so. Einen Koopa haben wir hier noch. I'm visiting all the way from Koopa Village. It's nicer here, I say. Und das habe ich gesehen. Schön. Hi there. What can I do for you? Oh, I suppose you haven't come here to my new stand yet. I'm Toasty. Okay. Ja, besser hätte es jetzt nicht gepasst. Oh, yes, I know who you are. So, anyway, I can cook up and mix items. You may have to make better ones. Ey, das ist ja mal geil. Das gab es ja auch bei Paper Mario. Ich glaube, im zweiten Teil. Im ersten weiß ich jetzt nicht. Oh, that's what I would say, but I've come across a problem. I seem to have lost my frying pan. Och nö. I believe it's somewhere in Mushroom Plains. I've asked the Defense Force to handle it, but they've worthless. Na, wir müssen ja eh in die Richtung. If you could retrieve it somehow, then I could start cooking again. And everyone would be happy. Okay, merken wir uns. Save your game. Save. Save it. I wish I knew what that really means, bro. Das frage ich mich auch immer. Need some new gear? I'm your man. Okay, endlich mal einer, der nicht so abgehoben ist und so einen extremen Rang verlangt. Okay, aber wir können es hier noch nicht so viel leisten. Kannst, ja, obwohl. Ja, aber gucken wir, das schwächt uns so alles eher ab. Obwohl, ja, sogar. Ja, gut, das war natürlich auch teurer. Das haben wir ja schon. Na gut, das bringt noch nicht viel. Wenigstens haben wir jetzt mal einen Verkäufer, aber der bietet uns nicht viel Nützliches an. Na gut, es scheint da rechts noch weiter zu gehen. Hier sind noch Röhren und so. Also ist noch so einiges hier sich anzugucken im Pilzkönigreich. Eine Art Quest haben wir jetzt ja auch schon. Und ich speichere jetzt auch erstmal. Ich würde sagen, den Rest gucken wir uns dann im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Und dann sag ich mal, bis dann.